In Peru hat das Verfassungsgericht angeordnet, den früheren Präsidenten Alberto Fujimori sofort aus der Haft zu entlassen. Das Verfassungsgericht setzte damit Fujimoris Begnadigung wieder in Kraft, die 2017 der damalige peruanische Präsident Kuczynski erlassen hatte. Die Anordnung wurde jedoch ein Jahr später nach massiven Protesten wieder aufgehoben. Der 85-jährige Fujimori sitzt seit 2009 im Gefängnis und er ist seit längerem gesundheitlich angeschlagen. Fujimori hatte Peru von 1990 bis 2000 autoritär regiert. 2007 wurde er wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu 25 Jahren Haft verurteilt. Dabei ging es unter anderem um Gräueltaten, die Anfang der 90er Jahre im Kampf gegen die Guerilla-Organisation Leuchtender Pfad von Todesschwadronen verübt worden waren.